Katja, was ist denn bei dir dann los? Cool, oder? Ich habe mir heute eine ganz tolle Lichterkette beim Shoppen gekauft. Die blinkt die ganze Zeit. Die habe ich erstmal zu der anderen noch ins Fenster gehängt. Ja, findest du das denn jetzt in Ordnung? Also ich meine, das hat doch einen ziemlichen Stromverbrauch. Und den ganzen CO2, den das ausstößt. Ist das überhaupt in Ordnung? Moment mal. Stopp. Okay, beide liegen nicht falsch. Zugegeben, mit Umwelt und Mitwelt sollten wir schonend umgehen. Daher weder allzu viel Kitsch noch ewiges Lichterblinken, wenn auch mal Schluss und dunkel sein muss. Dennoch gilt, Licht muss in die Welt. Denn ohne Licht kein Leben, kein Wachstum. Ganz zu schweigen von Fotos, Film und Smartphones zum Beispiel. Christinnen und Christen setzen noch einen drauf. Für sie ist Jesus Christus das Licht der Welt, denn das verschafft Durchblick, der vermittelt Lebenskraft durch sein Vorbild, sein Gottvertrauen, seine Zuwendung zu den Menschen, insbesondere zu den Armen und Schwachen. Das Licht der Welt, für mich ein wirkmächtiges Bild voller Kraft, aber auch voller Sehnsucht. Tagtäglich greift ein Satz aus dem Morgenlob dieses Bild auf und macht mit wenigen Worten klar, worum es im Leben, worum es beim Licht geht. Ich zitiere: Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, ich betone, allen, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Denken wir nicht nur an Rassismus und Rechtsradikale vor der eigenen Haustür oder an Ausgrenzung und Missbrauch in der katholischen Kirche. Da wird es finster. Da braucht es Licht. Ja, nochmals, Licht muss in die Welt. Das helle Licht der Aufklärung und der Vernunft, die Gott uns geschenkt hat. Das warme Licht der Mitmenschlichkeit, zu der Gott alle Menschen befähigt und einlädt. Ja, und auch das inspirierende Licht, das uns neue Wege zeigt zum Frieden, zum Leben und zu Gott, dessen Menschwerdung wir Weihnachten feiern. Apropos, gute 300 Jahre gab es für Christinnen und Christen kein offizielles Weihnachtsfest. Dann aber kamen ihnen die Römer, ein Treppenwitz der Geschichte, zu Hilfe. Sie führten 274 nach Christus das Fest der unbesiegten Sonne ein, lateinisch Sol Invictus, und sie legten es auf den 25. Dezember. Ziemlich clever, denn da ist es ja lange dunkel, da braucht es Licht. Wie gesagt, Christinnen und Christen setzten rund 70 Jahre später noch einen drauf, denn für sie ist Jesus Christus die unbesiegbare Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit, das aufstrahlende Licht aus der Höhe, das Licht der Welt. Und das muss sichtbar werden, das muss einfach erfahrbar werden. Deshalb muss Happy Birthday Licht in die Welt, aber hallo, gerade zu Weihnachten. Und daher eben der Glanz der vielen Kerzen, das Glitzern der erleuchteten Weihnachtsbäume, das muss einfach sein. Und daher mein Lieblingslied. Es werde hell auf der Erde. Aus Trauer werde Freude, aus Hass werde Liebe, aus Wüste werde Garten, werde Garten. Es werde hell auf der Erde.